Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Verschiebungsstromdichte. Um die Verschiebungsstromdichte zu verstehen, schauen wir zunächst einmal uns die Polarisation an. Dann lernen wir die Verschiebungsstromdichte kennen und die daraus folgende elektrische Flussdichte. Zum Schluss nochmal kurz die Dielektrizitätskonstante. Polarisation tritt auf in Isolatoren, die in einem elektrischen Feld sind. Normalerweise sind Atome, Moleküle oder Bestandteile eines Isolators neutral geladen, aber sie enthalten meistens positiv und negativ geladene Ladungen, die sich im Atom, im Molekül nach außen hin kompensieren. Wenn wir ein solches Dipol in ein elektrisches Feld reinbringen, dann werden die Ladungen ein klein wenig auseinandergezogen. Die positive Ladung bewegt sich mit dem Feld, die negative entgegengesetzt. Und wenn wir das Feld verstärken, ein starkes elektrisches Feld anlegen, dann haben wir eine noch stärkere Auseinanderbewegung der einzelnen Ladungsträger. Dieser Effekt heißt Polarisation. Dieser Effekt führt auch dazu, dass wir selbst in Isolatoren einen gewissen Strom, einen sogenannten Verschiebungsstrom bekommen können. Wie kann das sein? Schauen wir uns das einmal an. Nehmen wir einmal eine gedachte Grenzfläche in der Nähe von solchen elektrischen Dipolen. Zunächst einmal haben wir kein elektrisches Feld, aber wenn wir ein kleines, schwaches elektrisches Feld anlegen, ziehen sich die Ladungsträger auseinander und wir sehen, dass dann vielleicht die ersten Ladungsträger so gerade durch die Grenzfläche vielleicht durchtreten. Legen wir ein stärkeres elektrisches Feld an, so treten dann auch mehr Ladungsträger durch diese Grenzfläche hindurch. Wenn wir ein anderes Material haben, in dem mehr solcher Dipole vorhanden sind, dann tritt auch bei demselben elektrischen Feld mehr Ladung durch diese Grenzfläche. Wir definieren die sogenannte elektrische Flussdichte. Die wird mit dem Buchstaben D abgekürzt. Das kommt aus dem Englischen, wo diese Größe Displacement, also Verschiebung, heißt. Und wir definieren sie als die Menge der Ladung, die jetzt gerade durch diese Grenzfläche hindurchtritt. Also Q durch A. Wir schauen einmal, wie sich diese Größe ergibt. Wir haben zum einen gesagt, es hängt vom elektrischen Feld ab, was angelegt wird. Das heißt, je stärker dieses Feld ist, desto größer ist unsere elektrische Flussdichte. Und wir haben gesagt, es hängt auch vom Material ab. Wenn mehr Ladung, mehr Dipole in dem Material sind, dann ist unsere elektrische Flussdichte auch größer. Das spiegelt sich wieder durch die materialabhängige Konstante εr. Wir müssen berücksichtigen, dass hier ein Stromfluss, wie die Stromdichte, die wir bisher kennengelernt haben, nur dann auftritt, wenn wir eine Änderung der elektrischen Feldstärke und entsprechend der Flussdichte d erhalten. Wenn die elektrische Feldstärke konstant bleibt, dann treten auch keine neuen Ladungsträger durch die Fläche durch. Erst wenn wir sie etwas größer machen, kommen die nächsten hinzu. Dann erhalten wir einen kleinen Stromfluss sozusagen, wenn wir diese Fläche betrachten. Das
äußert sich jetzt darin, dass wir definieren einen sogenannten Verschiebungsstrom, auf Englisch Displacement Current. Der ist definiert als die zeitliche Ableitung der elektrischen Flussdichte. Wir sehen, in einem Isolator kann durchaus Strom fließen, aber nur dann, wenn wir eine Änderung des elektrischen Feldes oder der elektrischen Flussdichte haben. Die elektrische Flussdichte ist auch dort, wo gerade keine Ladung ist, definierbar. Wir haben ganz allgemein definiert die elektrische Flussdichte auf der vorigen Folie. Das D ist eine Konstante Epsilon 0 mal Epsilon R mal das elektrische Feld. Das gilt überall dort, wo ein elektrisches Feld ist. Was bedeutet das? Wir hatten auch gesagt, dass die Flussdichte D definiert ist als Ladung pro Fläche. Andersrum können wir rechnen, dass die Ladung praktisch die elektrische Flussdichte mal die Fläche ist. Das gilt, wenn die Flussdichte überall gleich ist. Wenn sie nicht überall gleich ist, dann müssen wir über der Fläche integrieren. Besonders interessant wird es, wenn wir über einer kompletten Hüllfläche integrieren. Dann erhalten wir nämlich die Ladung, die innerhalb dieser Hüllfläche steckt. Ich habe versucht, das einmal hier zu illustrieren. Wenn wir also über dieser grauen Fläche, die wir dann praktisch um die kompletten Ladungen herum uns vorstellen müssen, das Flächenintegral bilden mit der entsprechenden Flussdichte an der jeweiligen Stelle und einem infinitimal kleinen Flächenstückchen, dann erhalten wir einen Wert für die Summe aller Ladungen in dieser Hüllkurve. Wobei sich dann positive und negative Ladungen gegenseitig kompensieren. Wir haben dann die Nettoladung, die dann in diesem Volumen steckt. Wir können dabei nicht sagen, an welcher Stelle genau unsere positiven und negativen Ladungen sind. Wir wissen nur, integral ist in dieser Fläche so viel Ladung enthalten. Aus der Definition der Flussdichte Ladung pro Fläche ergibt sich die Einheit für die elektrische Flussdichte Ampere-Sekunden pro Quadratmeter. Wir könnten auch Coulomb pro Quadratmeter sagen. Damit können wir schlussfolgern, dass wir jetzt eine neue elektrische Feldgröße gefunden haben. Die elektrische Flussdichte, die vermittelt uns nämlich die Ursache für ein elektrisches Feld. Wir hatten ja schon die elektrische Feldstärke kennengelernt, E, die vermittelt die Wirkung, also praktisch die Kraftwirkung auf Ladungsträger. Beide Größen sind verknüpft durch die Dielektrizitätskonstante. Wobei wir dort einmal die elektrische Feldkonstante haben, Epsilon 0, und die ist eine Naturkonstante und beträgt 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampere-Sekunden pro Voltmeter. Des Weiteren brauchen wir die relative Dielektrizitätskonstante oder auch relative Permittivität, oft auch einfach nur Permittivität genannt. Diese Größe ist für Vakuum gleich 1, für Luft können wir sie mit gutem Gewissen auch als 1 annehmen und ist größer 1 für die meisten Materialien. Als Down-Regel können Sie für Kunststoffisolierung einen Wert zwischen 3 und 4 ansetzen. Keramiken haben höhere Werte,
10, 12, 20. Und es gibt ganz bestimmte extra hergestellte Materialien, bei denen der Wert von Epsilon R bis in die 10.000 oder gar sogar 100.000 geht. Im Anhang finden Sie eine Tabelle für gängige Materialien, in der Sie dann Werte für die relative Dielektrizitätskonstante finden können. Beide Größen werden als Produkt zusammengefasst zur Permittivität oder Dielektrizitätskonstante, die dann häufig als eine Größe in den Formeln auftaucht. Sie werden feststellen, dass die Größe εr, die relative Dielektrizitätskonstante, häufig auch einfach nur Permittivität oder Dielektrizitätskonstante genannt wird. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.